Der Ballermann spielte beim Rambo-Zambo-Kickerverein. Er flitzt übern Platz, schnell wie ein Tiger. Und er war der Schrecken der Bundesliga. Sah man ein Fleck, meistens war's ein blauer, am Schienenbein von Fränzchen Beckenbauer. Oder hielt sich ein Torwart verzweifelt den Magen, hatte Bodo wieder zugeschlagen. Hau rein ist Tango, tu ihn rein ist Cha-Cha-Cha. 10.000 Leute brüllen im Chor, wir wollen das Granatentor. Der Torwart greift vergeblich nach dem riskanten Ball. Doch er knallt bloß mit dem Kopf an die Latte, weil Bodo gut getäuscht hatte. Weil Bodo nicht nur gut war im Spiel, sondern den Frauen auch besonders gefiel, hat er dann reichlich mit den Groupies gepennt und viel gesoffen, so entfiel das Happy End. Als dann die Damen ihm seinen Samen nahmen, als er dann jede Nacht in irgendeiner Eras-Bar war, verlor er schnell die Kondition. Und dann im Fußballstadion war er bald so abgeschlafft wie ein versoffener Kluscher. Hau rein ist Tango, tu ihn rein ist Cha-Cha-Cha. 10.000 Leute brüllen im Chor, nun baller doch endlich mal wieder ein Tor. Doch Bodo trifft den Ball nicht mehr, dafür der Schiedsrichter das Maul. Und er zieht die rote Karte und nuschelt ohne Zähne. Herr Ballermann, das war ihr letztes Foul.